Wir stehen hier unterm Carport, wir kommen gar nicht rein ins Haus. Wir wollten eigentlich reingehen, weil es geregnet hat, aber wir kommen nicht rein. Wir stehen noch unterm Carport und haben gedacht, wir müssen mal den Hagel filmen. Bei uns hagelt es wie Sau und es ist übelst laut. Entschuldigung, dass du schon wieder da sein musst, du Arme. Bei uns im Erzgebirge ist scheiß Wetter. Was ist denn hier los im Mai? Wir kommen nicht ins Haus. Ja, wir mussten noch mal live gehen. Wir mussten euch ja den Hagel filmen, der hier im Mai runterkommt. Hallo, ihr Lieben. Wenn wir dann so sinnlos unterm Carport alleine rumstehen, können wir auch live gehen und euch noch ein bisschen zuquatschen. Bei uns hagelt, dicke, fette Hagelkörner. Und es war gerade übelst laut, wir haben gerade unser eigenes Wort nicht verstanden. Die Welt geht hier unter. Aber das Baby schläft. Witzig. Hallo ihr Lieben, wir sind schon wieder da. Sache ist weiß. Hallo ihr Lieben, bei uns im Erzgebirge hagelt es dicke, fette Hagelkörner und wir kommen nicht ins Haus. Wir stehen unterm Carport. Da haben wir uns gedacht, da können wir auch noch mal live gehen. Und wir haben das Fenster oben offen. Juhu! Ja, schön. Schade. Jetzt ist dann die Küche nass. Naja, da holen wir dann das Boot raus und die Paddel. Macht nichts. Aber wir können gleich anbaden. Ja, stimmt. Also wir können eigentlich dann noch eine Badesache kriegen. Der Pool ist dann gleich wieder voll. Ich glaube, jetzt wird es weniger. Ja. Hört ihr das, wie laut das ist? Es schüpft wie aus Eimern und hat gerade gehagelt wie Sau. Aber das Baby schläft wie ein Stein. Nee. Baby ist wach? Ja. Doch nicht mehr. Die Jungs haben sich verdrückt. Sind die? Die sind drinnen. Die haben sich schnell die haben als Gasfuß und drinnen, nicht klar? Der erste Regen und vorbei. Die Alten stehen draußen. Die Alten stehen draußen unterm Carport und die Kinder sind schon drinnen. Außer die Bino, die steht nur hier. Das kann eigentlich bloß vorpassen. Also unsere Jungs sind schon drinnen. Sobald ein Tropfen Regen fällt, Gasfuß und rein. Die waren schlau. Die haben die Situation gleich erkannt und wir haben gedacht, na, ehe wir dann hier rumstehen, wo seid ihr? Wir stehen im ostsächsischen Erzgebirge in unserem Garten und hatten gerade ein süßes Live mit vielen netten Menschen. Und ja, dann fing es an zu regnen und zu hageln und wir konnten uns gerade noch so unter unseren Carport retten. Und da stehen wir immer noch. Und da haben wir gedacht, ehe wir hier so rumstehen, moin moin, Liebes. Und da haben wir gedacht, ehe wir hier so rumstehen, da können wir euch auch noch ein bisschen... euch noch ein bisschen entertainen und noch ein bisschen belabern, wer Lust hat. Es ging eigentlich um unsere Hunde, ja, weil die viele Leute wollten unsere Frops-Jungs mal sehen und unsere Frops-Mama, weil wir haben 5 süße Frops-Kinder. Jetzt wird es wieder laut. Ich hoffe, wow, ist das crazy. Es hagelt und schüttet wie aus Eimern. Könnt ihr die Hagelkörner sehen? Ne, die könnt ihr gerade nicht sehen. Aber es hagelt wie Sau. Kann man nie erkennen. Genau. Hallo, hallo. Ja, genau. Und da haben wir den lieben Leuten mal den Papa Frops und die Mama Frops gezeigt hier im Garten bei uns. Und dann fing es an zu regnen und zu hageln. Und nun stehen wir immer noch weit weg von unserem Haus in unserem Garten unterm Carport. Und haben keine Lust, mit dem Baby nass zu werden. Das Baby liegt hier im Kinderwagen. Aber jetzt ist er wach. Da ist er aufgewacht. War zu laut. Was ist denn ein Frops? Ja, das erkläre ich dir gerne. Ein Frops ist eine Mischung aus einem Bulldogge und einem Mops.
Sieht in etwa quasi, wo ist Mama? Komm mal her, Mama. So sieht das aus. Sie hat zwar die Zeichnung eines Mopses, ist aber ein Frops. Heißt quasi, haben lange Schnauze, schöne lange Beine und werden eigentlich sehr sportlich und sind auch größer als ein bisschen so diese krank gezüchteten Bulldoggen. Ja. Oh, jetzt ist es besser. Jetzt können wir reingehen. Ihr Lieben, ja. In diesem Sinne, wir probieren es jetzt nochmal. Ich muss jetzt schnell reinrennen. Wir sehen uns heute Abend. Wir machen heute Abend das Guten Nacht mal. Ach, guck mal, die Hunde sind hier. Die Jungs sind hier. Die haben sich verpisst, die Kleinen hier, die Mäuse. Hier sind Jungs. Da sind die Jungs. Die waren gar nicht drinnen. Ach, die haben geschlafen in der Kiste. Wir haben nämlich unterm Carport. Hier könnt ihr es sehen, so hat es gehagelt. Meine Frisur. Ja, also ihr Lieben, das ist der Hagel. Der kam jetzt hier gerade runter. Und ja. Wir werden jetzt unsere Hundekinder ins Trocknen bringen. Und das Baby auch ganz schnell. Es regnet. Und ja, ihr Lieben, bis später. Ich erkläre euch heute Abend gerne alles nochmal im Live.